es gibt Krieg, endlich, hier, auf dieser Seite. Endlich, Krieg. Auch wenn ich das als Pazifist jetzt sage, aber wir haben uns hier gegen die, wie heißen die? Han-Feril-Kartell gerichtet, das ist mein Bündnis. Ja, die liegen halt direkt bei mir. Ich habe jetzt auch einfach meine Flotte, wobei die wahrscheinlich nicht so viel ausrichten wird. Wird sich jetzt gerade dahin bewegen. Ich mache auch direkt mal auf los. Die bewegt sich jetzt gerade dahin. Die wird nicht viel reißen. Ich meine, die ist nur 600 stark. Eine neue Spezies. Viele der Google-Bewohner auf Valkas haben auf Genmanipulation zurückgegriffen, um mit der unwirklichen Umgebung auf dem Mond besser zurechtzukommen. Die Änderungen, die sie an sich selbst vorgenommen haben, werden an ihre Nachkommen weitergegeben. Ihr physisches Erscheinungsbild verändert sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Sie haben damit begonnen, sich als Trans-Google zu bezeichnen. Valk Kasur. Lach nicht so dreckig. Was kommt davon, wenn man so eine ganze Länder-Pornografie und so nennt? Da kriegt man direkt. Ey, die greifen. Shit, die greifen mein System an. Fuck, ich bin schwächer als die. Sorry, das ist mega lustig. Fuck, ey, ich hab keine Chance gegen die. Leute, wo seid ihr? Fuck, die haben auch noch Schilde, ich hab überhaupt gar keine Chance gegen die. Station under attack. Es läuft gut für das Internet. Fuck, ey. Ben, wo seid ihr, Mann? Das, wenn du tot bist? Leute. Ey. Was ist toll, dass ich hier direkt Seite an Seite bin, aber ich hab da auch einen Planeten. Ich greife meinen Planeten an. Das ist mies, das muss ich zugeben. Leute, ihr müsst mir schon helfen. Ja, das kann ein bisschen dauern. Die sind sehr lahmarschig, was das angeht. Mit was für eine Flotte greifen die denn an? 700 jetzt gerade. Oh, ist ziemlich nah an deiner, ne? Ich greife gerade mit 600 an. Achso, du bist jetzt mitten im Kampf, ne? Sonst würde ich warten, bis die in der Raumstation näher kommen, weil die hat ja auch 400 noch was. Ja, die greifen gerade meine andere an, ja. Ich hoffe, dass sich das gerade so ein bisschen ausgleicht. Ja, schon. Es könnte knapp werden. Alter. Ja, meine Raumflotte schießt auch noch, meine Station schießt auch noch drauf. Weißt du, was mir gerade einfällt? Habe ich überhaupt mal erzählt, wie mein Anführer heißt? Nee. Der Overmind. Alter, das wird gerade ziemlich knapp. Weil ich hätte den Brainbug nennen soll. Leute, kommt irgendjemand mir zur Hilfe? Vielleicht so? Ah, da kommt eine toll. Das ist ein Konstruktionsschiff, danke. Jetzt höre ich dich gerade ganz schlecht. Echt? Jetzt ja. Besser? Nö, es ist, glaube ich, ein bisschen Internet am Rumspacken. Ja. Fuck, ey. Mitten im Krieg spackt das Internet rum. Okay. Die Flotten sind fast gleich stark jetzt gleich. Weil meine Raumstation noch drauf schießt. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, ich hoffe, meine Forschung wird hier langsam. Ach, die sind abgehauen. Ein bisschen drauf rumgeballert und sich dann wieder verpisst. Achso, die. Achso. Wo sind die denn hin? Das lohnt sich einfach nicht hier. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Okay, geht euch mal heilen. Ah, wo ist mein Schiff? So, das kann jetzt mal dahin und dann kann das mal hier so ein bisschen. Okay, ich bin wieder im Plus, das heißt, ich könnte theoretisch den Krieg starten. Was haltet ihr denn vom Krieg? Also wenn wir jetzt hier schon Krieg erklären, ne? Also dann müsst ihr auch mal so ein bisschen hier was nope. bieten. Also Zania hätte ich gerne. Zania. Achso. Abtreten an mich. Achso, ich auch. Ich hab's ja.
Kreuzerwelt, Baukostenkreuzer, Ingenieurslabor, Gaussgeschütz. So. Also Leute, ganz ehrlich, also wenn die erklären den Krieg und ich bin der Leidtragende. So sieht's aus. Ach scheiße, das hab ich wieder gemacht. Was ihr mir schickt, ist ein Konstruktionsschiff. Wollt ihr mich verarschen? Also bei mir gibt's gleich wieder Krieg. So. Ah, so. Wenigstens gab es bei mir jetzt auch mal Krieg hier. Aber die läuft's ja noch, ne? Ja. Was ab von dem Sieg oder ist das eher so eine einmalige Sache von für deine Verbündeten? Ja, ich glaube für meine Verbündeten. Aber es ist auch schon mal ganz gut, dass die weg sind. Oh, was kommt da an? Das ist das Konstruktionsschiff. Nee, Forschungsschiff, okay. Und mein Forschungsschiff, ich habe hier eigentlich gerade dahin geschickt, damit das. Wo ist denn das? Okay, ist unterwegs. So, ach scheiße, das muss ich ganz kacke nochmal angeben. Das nehme ich mir. Search complete, haben wir es gleich, obwohl. Ach, verdammt, das ist gerade so viel auf einmal. Sklavenarmee, Oh, die haben mir eine Flotte geschickt. Ja, irgendwann machen die das mal. 2,2k. Alter, dann haben deine Verbündeten aber ein bisschen mehr als du. Ein bisschen, ich habe 363 noch. Ja gut, du hast jetzt auch ein bisschen Krieg geführt, ne? Ja, ich habe die Hälfte verloren. Was aber eine ganz gute Bilanz war dafür, dass man überlegt hat, dass die einfach auch schon 200 mehr waren. Ja, vielleicht, die sammeln sich bestimmt bei mir und dann gehen die dann da in den Angriff. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich baue jetzt auch noch ein paar Zerstörer hier. So. Damit ich auch noch im Kampf teilnehmen kann. So. Na komm schon. Yes, und ich bin wieder im Krieg. Krieg. Bakterium, ach, ich vergesse mal, dass wir Verbündeten haben. Ja. Ah, scheiße, ey. Krass, 2000. Können wir uns mal die Flotte hier angucken, so ein bisschen. Also ja. Meine Größe ist jetzt 1700, wobei die habe ich gesplittet. Sonst wäre es nämlich ein bisschen böse. Das sind größtenteils Zerstörer. Ja, nee, und Korvetts, ja. Das sind, glaube ich, die Zerstörer, ja, das sind die Korvetts. Das sind beide Zerstörer. Eine Korvette habe ich nicht mehr, die haben die, glaube ich, alle zerstört, tatsächlich. Ich baue hier gerade noch einige Zerstörer nach. Hier baue ich noch Zerstörer. Ich glaube, ich baue. Okay. Okay, die fliegen rüber zu meinen Feinden. Okay. Achso, mein Forschungsschiff. Das Dumme ist einfach, dass die KI von unseren Verbündeten einfach mega dumm ist. Die schicken dir einfach ihre größte Flotte und dann darfst du damit machen, was sie wollen. Die kriegen es aber nicht hin, selber ihr System zu verteidigen. Was ist denn mein Forschungsschiff? Achso, das ist noch unterwegs, okay. Das sieht sogar ganz gut aus. So. Achso, ich kann jetzt mal gucken, wie habe ich eigentlich meine Zerstörer ausgerüstet? Ach shit, da hätte ich auch ein paar. So. Das wäre nicht schlecht. Habe ich hier unten noch irgendwas? Nee. Huch, ach, fuck, ich habe das glaube ich auch nicht gespeichert. Weil ich hätte glaube ich bei meinen meine Korvetts hatte ich eigentlich auch ausgebaut. Das ist mein Kreuzer. Was ist meine Korvette? Bin ich jetzt gerade ein bisschen blind, oder? Na, egal. So.
Was kann ich denn hier schönes bauen? Physiklabor. Achso, mein Gaussgeschütz kann gerade nicht, weil der hier am Forschen ist. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Das mache ich nämlich extra. Mal gucken, was er daran findet. Nitrümmer. Warum greift er nicht an, Mann? Was will er mit mir handeln? Oh! Nee. Das finde ich gar nicht schön. Boah, ich habe nie so viel Krieg geführt, ne? Also so hintereinander direkt einen am anderen rausgeklatscht. Das ist für mich auch ein bisschen Neuland. So. Oh, da ist noch eine Kriegserklärung, aber hat nichts mit mir zu tun. Die können sie für gewinnen bei Angriffskriegen. Der Angreifer, unsere Verbündete, den Krieg erklärt. Vorgesetzt befinden wir uns nur mit dem Angreifer Mac. Oh Gott. Oh, was ist los? Gott. Oh, ich werde beleidigt. Ich bin mit den Großen hier, die mit Sanctarius, bin ich im Krieg. Was? Mit den Roten oder was? Keine Ahnung, ob die rot sind. Mac Pax United. Scheiß die Wand an. Viel Spaß. MacPack United. Oh ja, das sind die roten Großen. Warte, jetzt habe ich hier. Fortschritt, verbesserte Deflektoren, Autokanonen. So. Scheiß die Wand an. Ich will Sachen umschmeißen. Bin nur mit dem Glas an den Ständer gekommen. Wo sind die denn? In meiner Liste. Okay, ja. Ja, ist mit mir im Krieg. Shit. Oh, halt, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Springen die weiter? Ich spring direkt weiter. Die trauen sich gar nicht, irgendwie einen Gegenschlag zu starten. Station under attack? Oh, wenn schon hier, ne? Seltsam. Das Schöne ist, die Hauptflotte von denen kämpft gerade eher gegen meine Verbündeten und so kann ich schön in Ruhe alles absahen von denen. Denn du atmest mir so laut. Echt? Oh. Ja, ich will nicht atmen. Jetzt hier, was ist meine Verbündeten? Das sind meine Verbündeten. Die machen gar nichts, die fliegen nur hin und her. Oh, ich sollte mal direkt ein paar neue Korvetten bauen. So, das sollten die ja hinkriegen hier. Das Lustige ist, ich weiß nicht, was die anderen gerade machen. Oh, da ist die Hauptflotte von denen. Was passiert denn hier auf Twitter? So. Auf Twitter. Okay. Okay. Ja. Okay, die greifen schon wieder an. Perfekt. Ey Leute, wenn ihr jetzt wegfliegt, ich hasse euch. Die greifen mit einer 1K-Flotte jetzt an und ziehen die sich zurück oder greifen die an? Die. Boah, ich. Okay, den Krieg habe ich gewonnen. Jetzt läuft noch der andere Krieg. Okay, die lassen mich. Ah, nee, die verteidigen mich. Sehr gut. Ah, nee, die sind wieder abgehauen. Wahrscheinlich, weil die gesehen haben 2K. Oh, jetzt muss ich voll den Umweg fliegen, weil ich die in der Mitte platt gemacht habe. Na gut, ist egal.
Es läuft ganz gut, es läuft ganz gut. Der eine Krieg ist vorbei. Das braune Imperium wurde vernichtet. Jetzt bin ich am gelben dran. Und das Lustige ist, die greifen eher die Rosa dann als mich, obwohl ich eigentlich hier voll dabei bin. Komm runter da. Nee. Okay. Die Mega-Schiss, die fliegen nur hin und her mit ihrer Flotte. Ach, die folgen meinen. Ja, du kannst auch, wenn du einen Angriffsbefehl setzt, dann folgen die dir auch ins nächste Gebiet. Die sehen dann automatisch, wo die hinspringen. Je nachdem, was sie für Antriebe haben, haben die dann auch noch so Wurmloch-Interferenzen offen, wo die dann hinterherfliegen können. Wie dann, wenn die meinen Leuten folgen, greife ich doch an. Construction complete. So, da angreifen und dann hätte ich das Gebiet auch erledigt. Sieht schon mal gut aus. Oh, die könnte ich besiedeln, ist nicht schlecht. Hä, warum mein Forschungsschiff? Das soll doch gar nicht. Was macht... Warte, ihr folgt mir hoffentlich. Ey, sonst bin ich echt angefressen, wenn ihr mir nicht folgt. Ja, die folgen mir. Sehr gut. So, das läuft. Okay. Mit einer fast... Ne, mit einer 3000er Flotte greifen wir jetzt hier den kleinen Außenposten an. Alter, Falter, ey. Mal gucken, ob die uns aufhalten, weil die flüchten scheinbar. Komm, mach kaputt. Komm, ich will keine Verluste auf meiner Seite. Sehr schön. Und ihr bombardiert schön weiter den Planeten. Und ihr springt jetzt nach... Was? Wer kämpft hier? Hä? Ach. Okay, selbst schuld, wenn ihr das Forschungsschiff dahin schickt. Der Krieg steht gut, 32%. Die haben schon keine Planeten mehr, die gehören alle mir. So, das heißt, ich muss ins gegnerische Gebiet jetzt, also ins andere gegnerische Gebiet. Das gefällt mir eigentlich nicht. So. Meine Sklavenfraktion, die sich gebildet hat, hat sich aufgelöst. Die haben wohl gemerkt, die haben keine Chance. Ich hoffe, die folgen mir. Okay, Leute, kommt, bitte, hilft mir. Nein, oder? Oh, ihr seid doch Wichser. Oh, hier ist ein Außenposten, den zerstöre ich. Bei, wie nennt sich das überhaupt? Ach, drauf geschissen. Was, ihr schickt mir... ein Schiff. Ein Schiff. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist eine Tausender Flotte. Hä, aber warum? Ach nee, jetzt sind sie da. Ja, jetzt. Ey, ihr seid so richtig Vollidioten. Sache, als Verbündete taugt die KI nicht wirklich was.
Ach Mann, komm. Oh, Warp-Antrieb 3. Das sind so viele Punkte kosten. Okay. Kämpft ihr jetzt da eigentlich oder was macht ihr? Wer, ich mir? Nee. So, die Bugs oder was? Oder deine tolle. Ja, meine, die mir echt lange folgen. So. Okay, jetzt springen die weg. Oh, jetzt haben sie aber eine große Flotte auch. Okay, die folgen mir. Sehr gut. Scheiße, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Construction complete. Die wollen da gar nicht hin? Die wollen weiter? Ja, 1,1k. Na, ja, jetzt haben sie sich natürlich. Ach, das sind zwei Flotten. Ach du Scheiße. Das ist bitter. Was? Scheiße, Scheiße. Oh, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das tat weh. Nein, jetzt springen die da auch noch rein. Okay. Shit, shit, shit. Ich hab nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Okay, scheinbar flüchten die ganze Zeit vor mir. Und ich kann hier locker ein System nach dem anderen aufräumen. Das ist nice. Ich hab grad ein kleines Problem. Das ist gerade echt mies. Okay, sind wir weg, dann. Wo sind denn meine Verbündeten hin, ey? Das ist doch unglaublich. Greife ich als nächstes. Ist das die komplette Hauptstreitmacht von denen? Die jedes Mal zu mir schicken? Hostile Fleet engaged. Wenn das die komplette Flotte ist, dann könnte ich die komplett vernichten. Ja, das habe ich auch am liebsten. Oh, yes. Jetzt. Verdammt. Komm, wir greifen den halben Planeten von denen an. Mit 3000 dürfen wir es hinbekommen. Vielleicht. Also wenn wirklich die stärkste Flotte, die ganze Zeit zu mir schicken, 1000 sind, dann... So, jetzt fliegen wir hier rein. Sieht gut aus. Okay. Stopp. Boah, mit einem Fight hier. Und wie es weitergeht und ob wir dieses System einnehmen, seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.